Also ganz entscheidend für die Beantwortung dieser Frage ist eben auch, dass Unternehmen Cybersecurity als Mehrwert und nicht nur als Pflicht betrachten. Weil es geht ja letzten Endes um die Frage, hier Prozesse einzusetzen. Und die Regularien sind nur eine Folge dessen, dass in der Vergangenheit eben zu wenig von den Unternehmen selbst im Bereich von Cybersicherheit gemacht wurde. Und zukünftig wird es so sein, beispielsweise durch den Cyber Resilience Act, durch Security by Design, aber letztlich auch durch die NIS2-Richtlinie, dass Unternehmen Cybersicherheit in jedem Falle als Maßnahmen implementieren müssen und dadurch letztlich auch diese Frage, was überwiegt oder wer ist jetzt an der Stelle schneller, sich so ein bisschen relativieren wird. Wir werden immer auf Cyberbedrohungen reagieren müssen, das ist ganz klar an der Stelle, aber eben durch diese Pflicht, die durch die gesetzlichen Regularien geschaffen wird, wird es vielleicht auch in Zukunft etwas leichter sein, auf bestimmte Bedrohungen zu reagieren, weil man eben ein Informationssicherheitsmanagementsystem einrichten muss. Yeah.